Hallo zusammen und willkommen auf unserem Kanal Franka und Paul. Heute gibt's endlich das Degusta-Box Adventskalender-Unboxing inklusive Verkostung. Das heißt, wir machen jedes Türchen auf, verkosten das für euch. Ihr hört meinen Mann wieder aus dem Off und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Also ihr Lieben, kurz ein paar Fakten zu dem Kalender. Der kostet 39,95 €, aber ich habe einen Rabattcode für euch. Mit dem Code WEIHNACHTENFRANKA könnt ihr 6 Euro sparen, das sind 15%, und dann kostet der 34 Euro. Es soll ein Produktwert in Höhe von 50 Euro drin sein. Aber was ich halt viel cooler finde, ist einfach, dass man mal was Neues kennenlernen kann und dass es nicht nur ein Schokokalender ist, sondern da wird wahrscheinlich ein bisschen Schokolade, ein bisschen was Salziges, was zum Trinken drin sein. Wir sind super gespannt. Bevor wir starten, dieser Kalender ist riesengroß. Ihr müsst euch echt überlegen, wo ihr Platz habt. Ihr seht ja im Verhältnis, wir haben hier noch ein extra Tischlein aufgestellt, weil das gar nicht unter unsere Küche so passte, dass das irgendwie von der Höhe her hingehauen hätte. Ne? Und deswegen, ihr müsst euch schon einen Platz überlegen. Die Maße sind krass, aber der kommt so zusammengeklappt. Ne? Wenn ihr den bekommt, sieht der so aus. Und dann klappt ihr den auseinander. Also, dann fangen wir jetzt an mit Türchen Nummer 1. Ja, super. Das sind zwei Sachen gleich. Aber zweimal die gleichen sehe ich. Und zwar von Jelly Belly oder Jelly Beans sind das doch, genau. Solche Gelee-Bohnen-Bonbons mit 10 unterschiedlichen Flavors. Und das ist zweimal die gleiche Packung. Sehr gut. Da können wir mal eine aufmachen, mal testen. Allerdings kenne ich die schon. Du auch, ne? Ja, aber ich kann mich nicht erinnern. Naja, das ist aber wieder klar. Du magst die ja sehr gerne. Ich mag die super gern. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Wenn ihr die noch nicht kennt, da habt ihr wirklich unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und vor allen Dingen Birne schmeckt da extrem gut. Ich werde mal dieses Gepunktete probieren. Und du? Ich nehme hier so ein grünes. Ich hoffe, dass das Birne ist. Mhm. Glaube ich ja mal. Mhm. Mhm. Ist, glaube ich, keine Birne, schmeckt aber trotzdem sehr gut. Mm. Mm. Schön einfach, kann man so im Mund zergehen lassen. Super. Und das ist halt gleich eine größere Geschichte als jetzt irgendwie nur eine Schokopraline, ne? Finde ich irgendwie ganz gut. Ja. Übrigens kommt hier ein Heftchen mit. Da stehen alle Produkte drin, ich glaube auch mit Preisen. Und hier steht auch, Achtung Spoiler, aber ihr werdet ja jetzt eh gespoilert durch uns. Und Moment, ich schau mal gerade. Genau, da stehen auch immer die Preise dabei. Die kosten zum Beispiel 79 Cent, aber ich blende euch das eh alles ein und rechne euch den Wert auch nochmal aus, falls ihr euch auch einzelne Produkte kaufen wollt, dass ihr da Bescheid wisst. Dann machen wir weiter mit der 2, die haben wir hier. Pesto Hasi. Ist ja riesig direkt. Wow. Das ist was Cooles. Oh, das wird dir gefallen. Und zwar von Marmetube, eine Marmelade mit Apfelzimt. Super. Boah, das ist der Hammer, weil die Dinger schmecken wirklich richtig gut und alle, die wir jeweils in den Boxen hatten, haben wir schon aufgegessen. Und wofür ich die auch super gerne benutze, ist für Salatdressings. Da man das so schön dosieren kann. Und ich das ganz die, ne, flüssig ist. Kann man einfach das schön in ein Dressing reinmachen. Am besten zeigst du die Konsistenz. Ne? Ja, ja, ich zeig das mal, weil das werden wir auf jeden Fall essen. Auf einem Löffel, den du mir dann geben kannst, wenn Apfelzimt. Du den nicht mehr brauchst. Also, ja, ja, genau. Apfelzimt hört sich sehr gut an. Ja, genau. Wir testen das einfach auf einem Löffel. Boah, das sieht schon toll aus. Und ihr seht schon von der Konsistenz her, kann man das halt super verstreichen und super gut. Ich gebe dir ein ganzes. Ich weiß schon, du kommst nicht klar sonst. Oder obwohl, gib mir den Löffel, damit wir nicht so viele. Schmeckt und? Super. Schmeckt wie Apfelmus mit Zimt als Marmelade. Also das schmeckt aber von wirklich, der, von der Konsistenz wie Apfelmus. Oh mein Gott, das schmeckt hammermäßig. Also für den Winter, das toll. Ist eine limitierte Winter-Edition. Selbst wenn ihr den Kalender nicht habt, das würde ich euch tatsächlich empfehlen, mal auszuprobieren. Super, sehr, das sehr Ding. Geil. Wir weiter mit Türchen Nummer 3. Wo haben wir die denn, Herzchen? Muss mir ein bisschen helfen. Ach, hier da unten. Der Schuh. Ich finde auch das Design diesmal total schön mit diesem Dunkelgrün und Rot. Das ist wirklich sehr weihnachtlich. Ich finde es auch gut, dass sie nicht das Hellgrün von der Degusta-Box selber genommen haben, sondern dass das in diesem Dunkel ist. Ne? So, hier haben wir was Großes. Einen Tee. Sehr schön. Den werden wir jetzt nicht machen, Schatz, weil wir haben hier 24 Dinge, aber wir können mal daran riechen. Das ist der Puka, Holunderbeere und Echinacea. Echinacea ist ja super so für die Abwehrkräfte, ne? Reich verwöhnender Bio-Früchtetee mit Holunderblüte.
Sieht sehr, sehr schön aus von der Verpackung her. Aber normalerweise verkosten wir wirklich immer alles. Nur ich habe mir jetzt überlegt, wenn wir jetzt jeden Tee machen, vielleicht sind ja noch mehrere drin. Ja, zum Schluss vielleicht. Genau, müssen wir uns dann nochmal überlegen. Soll ich das mal aufmachen? Ja, aber was wir mal machen können, ist an diesen Dingern riechen. Och, ist das schön. Deine achtsamen Pausen, steht da was dazu da drin. Und was ist hier drin? Süßholzwurzel, Ingwerwurzel, Echinacea-Wurzel, rote Beete, Anissamen, Pfefferminze, Orangenschale. Hört sich sehr gut an. Oh, das riecht richtig gut und vor allen Dingen ganz ungewohnt für einen Früchtetee. Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist wirklich mehr so mit Gewürzen, auch gerade den Ingwer, den riecht man auch. Das ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Cool. Riecht wie auf dem Weihnachtsmarkt, ja. So diese klassischen Bonbons, ne? Ja. Vor allen Dingen, was ich jetzt toll finde, dass hier mal ganz andere Sorten drin sind als sonst, dass das wirklich etwas mit Weihnachten und Winter zu tun hat. Das finde ich sehr schön. Wow, okay, super. In der Nummer 4 haben wir ein Pesto von Barilla. Pesto Rustico, Basilico und Zucchini wahrscheinlich, ne? Magst du ein Pesto auch so probieren? Ich mag alles probieren. Ah, okay. Auch das Pesto, das hält sich lange. Das stimmt. Aber wenn es auf ist, eigentlich nicht so lange. Aber gut, wir können dann einfach demnächst mal ein bisschen Pasta machen und Pesto dazu. Mhm. Dann haben wir auch ein einfaches, schnelles Essen. Wenn das jetzt ein Pesto mit Basilikum und Zucchini ist? Habe ich noch nie probiert. Ja, ich auch nicht. Okay, dann testen wir das mal, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Wow, der frische Kick. Oh. Oh, das riecht abgöttisch gut, muss ich sagen. Nach Zitrone, das riecht so frisch. Nicht erstaunlich nach Zitrone. Boah, das riecht richtig gut. Ich gar nicht gedacht. Okay, dann rühren wir ein bisschen und dann einen kleinen. Also, das riecht wirklich gut und ich zeige es euch mal, wie es ausschaut. Sieht auch sehr gut aus. Okay, also das kann man natürlich am besten dann mit Pasta mischen, ne? Pass auf, ich teste mal ein kleines bisschen und du kannst dann das, was hier auf dem Teller ist, essen, ja? Ja. Oh, das schmeckt aber. Oh ja, da können wir uns gerne Pasta dazu machen. Oder auch auf dem Brot kann man es natürlich auch drauf essen. Durch die Zucchini ist das nicht so extrem wie so ein normales Pesto, sondern das ist so frisch irgendwie. Das, ne? Schmeckt wie Antipasti, als wenn man jetzt so ein bisschen was einfach genommen hätte. Das hätte man jetzt so pur essen können. Ja, hier schmeckt sehr gut, wie mit Gemüse angemischt. Genau, hier steht auch drauf, es ist ideal für Pasta und für Bruschetta. Super, also das werden wir gerne mal richtig schön als Abendessen oder Mittagessen uns zubereiten. Sehr gut. So, jetzt geht's weiter mit der Nummer 5. Wo war die jetzt? In der Mitte da. Ah, hier. Oh, was Großes. Ah, super, was für Kinder. Oh, sowas mag ich ja voll. Happy Hippo Kakao. Sehr gut. Oh, ich glaube, die Dinger sind voll genial, ne? Ich glaube, ich habe das noch nie probiert. Doch, ich glaube, ich kenne die. Also ich weiß nicht, entweder sind die neu, aber sowas ähnliches kenne ich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Komm, wir teilen uns mal ein, weil wir haben hier so viel. Nicht böse schauen, Hasi, schaut mal. Das sind nämlich Riesenteile hier. Ihr denkt immer alle, mein Mann, der muss hier hungern tagelang, ne? Ja, das ist ja auch so. Was? Da, guck was mal, soll ich von mir denken? Ein halbes Teil. Ja gut, wir haben hier 24 Teile. Was ja, eben. Ja. Okay, ich zeig's euch mal. Och, das sieht das süß aus. Och, nee, oder? Guck mal. Das ist ja total putzig, oder? Ja. Soll ich mal den Kopf abbeißen und du kriegst den Rest? Jetzt kommt der Kakaogeschmack. Oh, ist das gut. Oh, das schmeckt sehr gut. Das schmeckt sehr gut, ne? Mm. Vor allen Dingen kommt das nochmal richtig. Du darfst das ruhig haben, weil du möchtest ja mehr essen. Ich will nicht so dastehen, als ob ich hier ja, meinem Mann nicht genügend abgebe. Ich weiß, es kommt noch genug. Vielen Dank. Ich nehme dafür alle anderen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das ist der Hammer. Also die würde ich auch mal ausprobieren an eurer Stelle. Was davon auch geil ist, sind diese Kinder-Karts. Und das schmeckt in etwa ähnlich, einfach nur in einer anderen Form. Ähnlich ein bisschen, ne? Ähnlich. Sehr gut. Ganz zum Schluss schmeckt es fast wie ein Rocher, finde ich. Es schmeckt super. So, jetzt kommen wir zum Nikolaustag. Da bin ich gespannt, ob sie sich da was Spezielles haben einfallen lassen. Oh.
haben wir denn hier? Das ist doch die 6, ne? Ja. Filled Caramel Drops. Macht mich auf den ersten Blick nicht so ganz an, muss ich gestehen. Ich kann sie schnell ändern. Muss man mal gucken, wie das schmeckt, ne? Okay, bin ich gespannt. Von Cavendish und Harvey. Habe ich noch nie gehört. Doch, ich schon. Da gab es früher schon ganz viel Bonbons von. Obwohl, mit belgischer Schokolade drin, vielleicht ist es doch gut. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Oh, so sehen die aus. Oh, okay. Nicht schlecht. Müssen wir wahrscheinlich Danke. Gleich wieder ausspucken. In der Mitte soll jetzt ein Schokoladenkern sein. Da brauchen wir jetzt ein bisschen, bis wir das aufgelutscht haben. Das Karamellbonbon schmeckt aber auch sehr gut. Ist ja alles super. Also, mir dauert das jetzt zu lange zu warten, bis ich an den Schokokern komme. Aber das Bonbon hat schon mal sehr gut geschmeckt. Du kannst es ja noch mal auflutschen und mal gucken, wie das dann mit der Schokolade ist. Und ich mache schon mal mit der weiter mit der Nummer 7, ja? Aber beiß dir keine Blompen oder irgendwas raus, wenn du darauf jetzt rumbeißt. Ja, ja. Weil das, glaube ich, könnte nämlich sein, dass das solche Zieher sind, ne? Es ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, das zu knacken erstmal. Ja, also ich würde mir Zeit lassen. Lass mir ein bisschen Zeit. Dann bist du wenigstens nicht so gierig für die nächsten Sachen, weil du noch den Mund voll hast. Das wird sich rausstellen. Okay, wir machen weiter mit der Nummer 7. Die haben wir hier unten. Oh, sehr gut. Oh, das ist was, das können wir jetzt eh nicht direkt probieren. Finde ich gut. Da denkst du dich, warum nicht? Warum nicht? Und zwar, weil es Mayonnaise ist, mein Herz. Aha. Ja, richtig cool. Eine Salatmayonnaise. Da kann man natürlich schön, auch gerade zur Weihnachtszeit, gibt es ja ganz häufig, zumindest mal bei uns, so Würstchen mit Kartoffelsalat. Das macht man ja auch so. Also es ist so ein klassisches Gericht, ne? Ich weiß, ich glaube, du kennst das nicht, dass man das macht, aber ich glaube, meine Familie macht so einen richtig guten Kartoffelsalat und dazu gehört auf jeden Fall Mayonnaise. Deswegen macht das für mich Sinn, dass das in dem Kalender ist. Auf den ersten Blick habe ich mir nämlich gedacht, hä? Aber was hier schön ist, steht drauf, real mit Freilandeiern. Und das finde ich gut, weil das stört mich an normaler Mayonnaise immer total, dass das meistens ja mit Käfighaltungseier oder Bodenhaltungseiern ist. Und wir kaufen eigentlich nur Bio-Eier. Gerade dabei, finde ich, kann man echt drauf achten, weil die Sachen sind nicht so teuer. Das ist jetzt nicht wie Bio-Fleisch, das kaufe ich auch nicht immer. Das ist mir auch zu viel. Wir essen dann lieber weniger Fleisch. Aber bei Eiern finde ich super, dass das so eine Mayonnaise ist. Ne? Und das kann man ja gut probieren. Ja, sehr schön. Sieht erstmal gut aus. So, das Bonbon habe ich auch geknackt. Und die Füllung ist sehr lecker. Ja? Ja. Oh, super. Schmeckt alles gut. Kommt eine schöne Schokoladenfüllung. Aha. Insgesamt ein tolles Bonbon. Na wunderbar. Hier mal weiter mit der Nummer 8. Die haben wir hier. Oh, sehr schön. Wir haben was zu trinken. Aber dass das nicht kaputt gegangen ist, wundert mich. Finde ich ja gut. Und zwar haben wir hier von Rotkäppchen einen Rosé trocken. Einen kleinen Sekt. Finde ich ja toll. Den hätten sie eigentlich auch in die 6 reinpacken können, ne? Also, aber nicht schlecht. Freut mich schon mal, weil einen Sekt trinken wir ja immer mal gerne. Gib mir das mal. Und ich würde sagen, wir machen das ins Eisfach, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Der Mann denkt mit. Pass auf, dass es nicht rausfällt, Hasi. Wenn wir dran denken, ne, werden wir das hinterher noch verkosten. Wir packen es mal ins Eisfach. Kann aber natürlich auch sein, dass wir es vergessen. Müssen wir mal gucken. So, was haben wir jetzt? Die Nummer 9. Oh, von N. Eukal Honig-Hustenbonbons. Das finde ich gut. Möchtest du direkt noch einen Bonbon probieren? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das könnte mir schmecken. Honigbonbons finde ich auch gut. Honigbonbons sind total gut. Ja, die sehen schön aus. Probier mal. Danke. Dauert eine Sekunde, aber dann kommt es wie ein richtiges Hustenbonbon. Aber intensiv nach Honig, ne? Mhm. Schmeckt sehr gut. Habe ich noch nie ausprobiert gehabt von MLK, die Honigbonbons. Sind aber toll. Ich glaube, die kann man sich auch super in den Tee reinmachen einfach, ne? Glaube ich auch. Mhm. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut und sehr intensiv nach Honig. Finde ich auch. Okay, dann geht's weiter mit der 10. So, hier haben wir die Nummer 10.
Okay, was ist das? Und zwar Dinkelherzen in Vollmilchschokolade von Ena Bio. Ich glaube, das ist eine Marke aus von Rossmann. Ne? Anscheinend. Hier ist dieses Rossmann-Symbol. Wahrscheinlich die Bio-Marke vom Rossmann. Bin ich gespannt, ob das schmeckt. Dinkelherzen in Vollmilchschokolade. Warum nicht? Ausprobieren. Oh, die sehen aber schön aus. Und vor allen Dingen sehen die so knusprig aus. Danke. Mmh. Oh, das ist gut. Hier steht auch wahre Knusperliebe und die sind sehr, sehr knusprig. Mmh. Aber echt. Ne? Schmeckt gut. Mmh. Schmecken auf jeden Fall besser als erwartet. Finde ich auch. Ne? Total. Die kann ich aufessen auf jeden Fall. Mmh. Gut. Dann machen wir mal weiter mit der 11. Können wir hier unten. So. Ah, irgendwie ein Trinkpäckchen oder was ist das? Nee. Kokos Cuisine, perfekt zum Kochen von Joya. Eine Kokosmilch wahrscheinlich, die ohne Gentechnik ist und ohne Aromazusätze. Kokoscreme zum Verfeinern von Speisen aus biologischer Landwirtschaft, ultra hoch erhitzt. Super, finde ich gut. Haben wir wieder mal ein kleines Backup, 200 Milliliter. Ich kaufe meine Kokosmilch sonst immer vom Asiamarkt oder teilweise haben sie das auch im Aldi. Aber warum nicht, das werde ich gerne mal zum Kochen probieren. Genau. Wir machen so viel asiatische Küche, dass sich das echt lohnt für uns. Finde ich toll. Oder wenn mal was zu scharf geworden ist, kann ja, man genau. Das auch gut schmecken. Genau. Ne? Weil ich koche meistens so scharf, dass das hier keiner essen kann. Und dann macht sich die ganze Familie nur Kokosmilch drüber. Aber so gut, so ist es so. Jeder wie er mag. Okay, dann haben wir jetzt schon Halbzeit. Wahnsinn. Und kommen zur Nummer 12. Aber wo haben wir die? Hier. Oh, das ist was für dich. Sehr schön. Pommes. Knusprig, luftiger Kartoffelsnack. Hört sich super an. Die Laune steigt sichtbar. Und guck mal, die sind so schon richtig schön knusprig und fluffig und abgezählt kriegst du das. Abgezählt. Das ist noch nicht voll. Danke. Also ich finde, die sehen schon mal sehr schön aus, ne? Mm. Oh ja, das ist gut. Schmecken ausgezeichnet. Mhm. Mm. 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 Super. Muss man aufpassen, dass die Tüte nicht sofort weg ist. Schmeckt, würde ich sagen. Goll. Das war der Hammer. Also, ihr Lieben, sag mal, Herzchen, nicht jetzt davon alle essen. Ich esse nicht alle, ich schütte mir nur noch 3 oder 4 in die Tasse. Hm. Bitte schön. Wer weiß, ob ich davon später noch welche bekomme. Kannst du sagen. Doch. Ein kleines Backup kann hier nicht schaden. Nur, dass hier kein Futterneid entsteht, ne? So, machen wir weiter mit der Nummer 13. Halspastellen. Salmix. Oh, das sind so. Was ist denn das? Lakritze kann das sein? Ja, das könnte sein. Salmix könnte doch Lakritz sein. Ja, Lakritz Menthol Bonbons. Boah, ich glaube, das ist so die einzige Geschmacksrichtung, die mir nicht gefällt. Das musst du trotzdem probieren, kannst du einfach. Für dich denken, dass du jetzt mal deinen Geschmack neutralisierst. Oh Gott, echt jetzt? Ja. Du wärst bestimmt auch, wärst du eigentlich so ein Schwein, wenn wir mal so einen Geschmackstest machen würden hier auf dem Kanal, der mir so ein ekliges Zeug andrehen würde, einfach so mit verschlossenen Augen, weil wir haben uns schon überlegt, wir machen demnächst mal so ein paar coole Challenges. ja. Ich weiß also, ja, dass du keinen Lakritz magst. Okay, gut. Ich würde dir aber keine Lakritzsoße machen. Okay, das ist ja schon mal nett. Achso, ihr Lieben, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne, denn hier gibt es ganz viel Food-Content oder auch vielleicht mal ein paar Challenges, ein bisschen irgendwas, was Spaß macht. Ihr könnt uns auch gerne Videowünsche schicken, wir sind da sehr offen. Und ich habe ja grundsätzlich auch einen Beauty-Kanal, ne? Falls ihr neu seid. Verlinke euch das mal hier. So, wir testen jetzt aber mal diese Bonbons.
Also das schmeckt extrem intensiv nach Lakritz. Eigentlich nicht schlecht. Wenn man Lakritz mag. Wenn man Lakritz mag, sind das garantiert ganz tolle Bonbons, aber nicht für mich. Aber ich probiere alles grundsätzlich, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man von vornherein mäkelt. Aber bei der Sache, wenn man weiß, das ist nicht so der Ding, das Ding, dann wird sich's wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ansonsten esse ich eigentlich sehr viel. Jetzt kommt das später, kommt das Menthol noch richtig. Aber es schmeckt dann tatsächlich auch wie ein Hustenbonbon. Wie ein Halsbonbon. Oder wie so ein Halsbonbon. Genau, ja. Das ist es ja auch. Ich meine, wenn ich da mal Probleme habe, ist es vielleicht nicht schlecht. Aber ich würde es jetzt nicht im gesunden Zustand zu mir nehmen, muss ich sagen. Okay. Aber ich weiß, ganz viele mögen ja Lakritze, ne? Ja, klar. Also, das ist ja echt eine Geschmackssache. Gut, dann machen wir hier weiter mit der 14. Oh, was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Mangolassi. Was? Echt? Ja. Oh, nee, das ist hier ein Joghurt. Ach, das könnte sogar sein. Ein Joghurtgetränk. Tropical Lassi mit Banane, Ananas, Mango und Maracuja. Ja, hört sich erstmal gut an. Das ist doch eigentlich genau das Richtige für dich. Wollen wir es direkt mal so kosten? Oder ins Eisfach kurz. Das können wir, glaube ich, mal probieren, okay. Oder schüttel bitte. Oder ich schüttel das mal gerade, ja? Ja. Mach's richtig auf. Pass auf, dass du dir die Hose nicht voll schmierst. Ja, okay. Weil da war so ein ganz fieser Verschluss, den man so abziehen musste. So, ich zeige euch das mal. Oh. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht man auf jeden Fall, dass Banane dran ist, ne? Sind da Stückchen drin? Könnte sein. Ist das ein Flugzeug, was so laut ist? Mhm. Nein. Schmeckt nicht schlecht. Wissen lässt du mich das mal probieren. Ja, du bist der Profi in der Hinsicht. Schmeckt sehr interessant, muss ich sagen. Schmeckt tatsächlich sehr interessant. Man schmeckt die Banane sofort. Mhm. Aber die anderen tropischen Früchte kommen auch so ein bisschen durch, aber die Banane ist übermächtig. Genau, weißt du, was da noch drin ist? Da ist nämlich eine Gewürzmischung drin aus Zimt, Kardamom, Vanille und Safran. Das war das, was so ein bisschen speziell geschmeckt hat, wo ich mir gedacht habe, ich kann es nicht so ganz einordnen. Gieß mir noch mal ein bisschen was an. Aber das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also zur Weihnachtszeit passt das halt gut. Austrinken werde ich den sowieso. Ich trinke eh gerne Lassi, also Mango Lassi sehr gerne. Aber das hat damit nichts zu tun. Das schmeckt schon anders, schmeckt aber auch gut. Es schmeckt halt nicht so nach diesem Joghurt, den man normalerweise so rausschmeckt. Wenn so ein cremiger Mangolassi ist, das schmeckt schon mehr nach Joghurt. Ist etwas wässriger, Joghurt, ne? Grundsätzlich aber nicht schlecht. Wem das zu speziell schmeckt, kann sich da einfach einen Schuss Kirschsaft reinmachen. Oder Joghurt noch reinmachen. Glaube ich, wäre nicht schlecht, dann ist es auch so ein bisschen abgemildert. Aber ich finde es ganz gut, es ist sehr interessant. Also ausdrücken kann man das auf jeden Fall. Ich trinke das jetzt hier während des Restkalenders weg, glaube ich. Okay, dann machen wir die Nummer 15. Oh! Was ist das denn hier? Okay, das können wir tatsächlich jetzt nicht direkt machen. Das können wir uns irgendwann mal abends machen. Das ist ja geil. Ein Back- und Snack Leberkäse mit Chili und Käse. Das finde ich ja gut. Das ist der Hammer. Öffnen, aufbacken und fertig. Nicht schlecht. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn wir das noch machen, kann man das einblenden. Ansonsten blende ich euch das mal auf Instagram ein, wenn wir das gemacht haben, wie das schmeckt. Aber das finde ich gut. Das ist hier für Mikrowelle oder für Backofen geeignet. Und dann ist das eben ein Leberkäse, ne? Wenn ihr das mögt. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, ne? Ich esse gern Leberkäse. Ja, und dann auch noch mit Chili und Käse. Das hört sich irgendwie ziemlich gut an. Hört sich erstmal gut an. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Die Nummer 16, die haben wir hier. Das ist aber was Großes. Oh, das sieht gut aus. Von Luaca Tortina Original. Oh, das sieht richtig gut aus, finde ich. Oh, was ist denn das hier so? Eine Nougat-Creme. Oh Gott, das sieht voll gut aus. Das sieht aus wie, als ob das so für mich gemacht wäre. Für dich vielleicht mal zum Kosten. Am besten gibst du mir eins und dann guckst du, ob das was für dich ist. Also hier sind nur 3 Stück. Wollen wir uns erstmal eins teilen? Ja, okay. So sehen die Dinger aus. Manchen wird vom Zusehen schlecht. Die sagen, wie könnt ihr das alles essen?
Ja, wir haben dann in der Tat vorher nicht ganz so viel gegessen. Wir sind ja jetzt auch keine Unmenschen, ne? Aber wir probieren halt gerne Sachen. So sieht das aus. Ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, das reicht auch echt, wenn man sich das teilt. So in der Mitte mit so einer schönen Waffel. Könnte sein, ja. Mmh. Mhm. Mmh. Oh, das ist gut. Mmh. Schmeckt wesentlich leckerer, als ich das jetzt erwartet hätte. Mmh. Aber deutlich nach Haselnuss, schön die Waffel, ne? Also, ich bin da angenehm überrascht von. Schade. Mmh. Nein, kein Problem, Herzchen. Aber die Dinger sind ultra gut. Aber es müsste voll dein Ding sein, ne? Ist bislang das, was mir am allerbesten schmeckt von allen Sachen. Schmeckt ähnlich gut wie das hier, aber anders, mehr nach Nougat. Das schmeckt mir noch besser, muss ich sagen. Schmeckt irgendwie was eleganter noch, finde ich. So als wenn das jetzt kein... Aber das, die Happy-Hippo-Dinger, die schmecken auch gut. Aber das ist so in eine ähnliche Richtung. Aber mehr die Waffel, oh, das ist irgendwie geil, das Zeug. Echt. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Dann machen wir weiter mit der 17. Oh, was haben wir denn hier? Ein Rotbäckchensaft, ein Immunstark. Das ist doch immer gut. Komm, da geben wir uns jetzt mal eine Dosis Zink und Vitamin C. Ja. Das finde ich ziemlich gut. Das brauchen wir auch nicht kalt trinken. Das können wir auch einfach so trinken. Das ist, glaube ich, echt gut. Genau, einfach für Zink und Vitamin C. Das supplementieren wir sowieso. Und das ist so ein roter Saft. Ist doch nicht schlecht. Komm, ich probiere mal ein Stückchen. Oh, das schmeckt aber gut. Der schmeckt ja richtig gut. Ich glaube, da ist die Basis Apfelsaft, oder? Nee, roter Trauben, Apfel, Aronia, Holundersaft, Acerolamark, Vitamin C und Zink. Toll, schmeckt, ne? Super. Durch den roten Traubensaft schmeckt das hervorragend. Also das schmeckt ziemlich gut, muss ich gestehen. Wir machen das direkt leer, ne? Wir machen das direkt leer. Du trinkst. Oh, das hat geschmeckt. Das würde ich mir nachkaufen. Auf jeden Fall. Das war echt lecker. Ne? Ja. Dann machen wir weiter mit der Nummer 18. Man kommt hier ganz gut rein. Ihr braucht eigentlich keine Panik wegen euren Nägeln haben oder so. So, hier sind zwei Sachen drin. Oh. Zum Glück die gleichen. Da brauchen wir nur eins probieren. Der Mann will immer alles probieren. Und zwar von Walkers Salted Caramel Chocolate Chunk Shortbread. Das sieht ja voll gut aus. Also Salzkaramell ist absolut meins. Letztens hat Degusta auf Instagram gefragt, ob man eher Team Salzig oder Team Süß ist. Da habe ich geantwortet, Team Salzkaramell, denn ich kann mich nicht entscheiden. Und deswegen ist das für mich wirklich perfekt. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Team seid. Team Süß oder Team Salzig oder auch Salzkaramell. Boah, das sieht ja krass aus. Ach, da sind auch zwei Kekse drin. Und er langt schon hin, gib mir... Du bist echt ein kleiner Nimmersatt, ne? Bisschen drisch, ne? Ne, ich glaube, das liegt an dem Mürbeteig. Das ist so, Shortbread schmeckt so, ne? Mhm. Trocken ein aber bisschen, das, ne? Aber gut. Ich finde, der schmeckt nicht trocken. Also es ist einfach nur... Dass die Konsistenz so ist. Mhm. Ich mag den sehr gern. Es ist halt kein weicher Keks, das ist halt ein trockener Keks aus Mürbeteig. Aber mit diesen Karamellstückchen da drin, es ist sehr interessant, muss man sagen. Allerdings ist es sehr mächtig, es schmeckt auch nach Butter, es schmeckt sehr gut. Aber für mich ist das, wenn ich sowas Mächtiges esse, dann brauche ich noch irgendwie Schokolade oder irgendwie noch mehr Karacho dabei. Das muss ich dann lohnen. Für mich müssen sich die Kalorien lohnen. Und hier weiß ich, hier ist ultra viel Butter drin. Also meiner ist gleich weg. Ja, dann ist das vielleicht eher was für dich. Ich finde die gut, aber ich würde mich jetzt nicht drum schlagen. Um diese Dinger würde ich mich allerdings schlagen. Ja, dann lass es doch übrig, wenn es jetzt so mächtig ist. Ja, genau. Dann geht es jetzt weiter mit der 19. Die haben wir hier unten. Hier haben wir die 19 in der Ecke versteckt.
Oh, das ist Fisherman's Friend, aber in einer Blueberry-Richtung. Und Blaubeeren liebe ich ja, wie verrückt du auch, ne? Ich auch, ja. Da bin ich echt gespannt. Das ist anscheinend eine neue Sorte. Oder auch nicht, aber ja, sieht irgendwie für mich neu aus. Und das sind ganz kleine Pastillen diesmal. Aber es kommt einem schon ein extremer Blaubeergeruch entgegen. Richtig cool. Wow. Oh, die packe ich mir in die Handtasche. Die sind echt gut. Zum Mitnehmen für unterwegs. Perfekt, ne? Ja. Frischer Atem, ein bisschen Blaubeeraroma. Weil wenn das so mentholig schmeckt, ist das auch nicht mein Ding. Insofern finde ich das ziemlich gut. Die sind gar nicht scharf. Ja, jetzt kommt's, aber... Mhm. Also die sind sehr, sehr lecker. Mhm. So lernt man auch echt ein paar neue Sachen kennen, die man so noch nicht ausprobiert hat. Das finde ich eigentlich echt ziemlich gut, ne? Weil das hätte ich mir nie gekauft, muss ich gestehen. Ich glaube, fast gar nichts davon hätten wir gekauft im Laden, ja, wenn man jetzt vorm Regal gestanden hätte. Ja, vielleicht diese Dinger mal, aber wahrscheinlich trotzdem auch nicht. Das stimmt schon. So, dann einmal die 20. Oh, das ist ja cool. Ich glaube, das ist von DM Bio. Nämlich dieses da Wert oder wie das heißt, das habe ich schon mal gesehen. Das ist, ich weiß nicht, keine DM-Marke, aber ihr könnt das im DM kaufen. Ich habe das da schon mal gesehen. Das ist eine Veggie-Bolognese, also mit Soja-Ersatz-Bolognese, kein Hackfleisch, ne? Finde ich eigentlich ganz gut, kann man mal ausprobieren, ne? Auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Und da also, kann man sogar das Pesto noch zu verwenden. Naja, da hat man ja hier Bolognese-Geschmack. Ja. Pesto nimmst du ja, wenn du keine Bolognese machen willst. Mhm. Der Mann, der will immer alles mischen, da muss immer... Ja, frag doch mal, wer Fraktion mischen ist und wer Fraktion getrennt essen muss. Also bei mir muss übrigens, wir sind da glaube ich echt ein bisschen gestört, auf dem Teller, bei mir muss alles getrennt sein. Ich will das dann einzeln in meinen Mund nehmen und einzeln die Komponenten schmecken und dann im Mund mischen. Er mischt sich alles immer direkt, da sage ich, mein Gott, probier das doch mal einzeln. Das schmeckt so und das schmeckt so und weiß ich nicht, ist witzig, ne, dass wir da so unterschiedlich sind, aber jedem das Seine. Aber ihr könnt ja mal schreiben... Was, wie ihr das so handhabt. Ich mische gern, weil da erfindet man manchmal auch irgendwie was ja, Neues. Stimmt. Und man findet halt auch raus. Und manchmal hätte man gar nicht erwartet, wie was schmeckt. Das stimmt. Und viele vegetarische Sachen, die wir jetzt aber mal in den Kalendern hatten, waren gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Auch so vegetarischer, also so Fleischersatz und so. Ja, deswegen dieses Mühlenhack und so, das hat echt... Alles super, das hat ne? Auch nicht, da hast du auch nicht geschmeckt, dass das kein Fleisch ist. Ja. Das war alles top, kann man nicht sagen. Deswegen, das interessiert mich, das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Ne? Okidoki, jetzt kommen wir zur 21. Oben. Danke. Oh, das ist Hardcore-Sprit. Ich glaube, okay, den probieren wir jetzt nicht direkt, weil ich das auch schon kenne. Also jeder kennt das, glaube ich. Und zwar Johnny Walker Black Label Scotch, ne? Oder was ist das? Whisky, ja genau. Weißt du, wofür ich das super gut verwenden kann? Wenn ich mal wieder selbstgemachten Baileys mache, weil da gehört nämlich unbedingt zwangsläufig Whisky rein. Und da wir hier nie Whisky im Haus haben, außer für den Baileys, wenn wir den machen, hätten wir hier einen richtig guten Whisky. Oder willst du den probieren? Ich würde sagen, wir probieren den ganz am Schluss zu dem Leberkäse. Das Gesicht wollte ich sehen. So, gib mir den. Ich tue den ins Eisfach. Echt? Ja, wieso nicht? Ja, du weißt doch, wie Whisky schmeckt. Maja, ich zeig das nochmal in die Kamera. Oder wo ihr das auch super reinmachen könnt, ist in einen Mai Tai. Da gehört es auch rein. Das hat mir allerdings auch ganz gut geschmeckt in Hawaii. Oder in die Handtasche. Da passt es auch rein. Das stimmt. Ja, aber es passt auch ins Eisfach. Ja. So. Johnny Ginger. Oh, das ist gut mit Ingwer, was? Das würde ich auch mal probieren. Okay. Mit Ginger Ale. Okay, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das könnte man mal ausprobieren. Der ist aber nicht gemischt, ne? Das ist nein, reiner nein, Black das, ist ein, Label. Das ist ein reiner Black Label. Dass du hier so jeckt bist auf den Whisky, irritiert mich etwas. Ich bin eigentlich kein Whisky-Freund. Ich trinke lieber rum, wenn schon sowas. Ja. Oh. Oh. Das ist interessant. Hier sind rote Linsen-Spirelli. Witzigerweise habe ich mir letztens solche gekauft, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte, dass ich so ein bisschen auf Weizenmehl verzichte. Und passt natürlich jetzt super, wenn ich so Kekszeug esse, ne? Ist mir schon klar. Aber ja, ich wollte es halt einfach mal ausprobieren, ob es überhaupt eine Alternative ist, ob es überhaupt schmeckt.
Was haben wir ausprobiert? Ich glaube, Kichererbsen-Spiralnudeln. Ja. Die waren okay, waren aber ganz schön mächtig, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, man hat danach... Riesenprobleme. Deswegen, ich bin gespannt. Also wir werden die auf jeden Fall austesten. Vielleicht sogar mit dem Pesto. Ist das eine gute Sache? Ja. Dann hat man echt ein gesundes Essen. Mhm. Finde ich ziemlich gut. Auf jeden Fall. Werden wir euch mal updaten, ja? Vielleicht machen wir uns auch mal einen gemeinsamen Instagram-Account, wo wir dann so Sachen, die wir gekocht haben, einfach mal ganz kurz reviewen können. Das wäre auch eine Idee, ne? Genau. Ja. Einfach mit einem Bild und fertig. Ja. Oh, wir haben jetzt tatsächlich noch diese roten Linsenspirelli gemacht und uns dann da drauf das Pesto gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, Herzchen. Probier es mal, ja? Ja, mache ich. Ich glaube, wir können uns später auch noch ein bisschen Parmesan drauf machen. Wir testen das jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall sind die Spirelli gar nicht mehr rot, ne? Doch, die sind schon noch rot. Mm. Schmecken aber sehr gut. Mm. Muss ich jetzt nochmal ohne Pesto probieren. Oh, das Pesto schmeckt auch echt geil. Traumhaft schmeckt das. Ups, mir ist runtergefallen. Mm. Mm. Oh, das kann man jetzt schön so essen. Dann hat man halt weniger Kohlenhydrate, einen erhöhten Proteinbedarf. Gehalt und viele Ballaststoffe. Ich finde das super. Das ist ein bisschen trocken jetzt. Ich habe da auch das Wasser hauptsächlich abgeschüttet, aber wir werden uns das jetzt so genehmigen. Hier ist halt auch noch schön Zucchini drin und das ist wirklich toll. Wir haben das Glas echt leer, ne? Also ich habe das hier ein bisschen... Pesto schmeckt wirklich toll. Ja, ne? Die Nudeln schmecken schon anders als richtige Nudeln, ne? Mhm. Mal ganz klar sagen, echt was trockener und eine andere Konsistenz. Aber schmecken auch gut und mit dem Pesto ist das jetzt echt ein Knuller. Mhm. Finde ich sehr gut. Guten Appetit, ihr Süßen. Okay, das war die 22. Jetzt haben wir noch zwei Türchen. Ich bin gespannt. Hier ist die 23. Und links. Das ist was für dich. Ein Seelenwärmer und zwar mit Karamell, ein Creme-Pudding. Das ist sehr schön. Sowas, finde ich, kann man immer gut gebrauchen. Vor allen Dingen, weil es, wenn es schnell gehen soll, eine Portion Gemütlichkeit. Das hört sich gut an, das kenne ich. Ich weiß auch, dass das schmeckt. Das brauchen wir jetzt nicht austesten, Herzchen, ja. Weil das müssen wir erst anrühren. Das ist mir jetzt zu lang. Aber ich kann euch sagen, diese Dr. Oetker Puddings, die schmecken super und habe ich mir auch schon ein paar Mal gekauft. Wobei ich finde, auch bei Pudding kannst du auch einen günstigen kaufen, wenn es dir ein bisschen aufpimpst. Aber hier hast du halt eine schnelle Nummer, ne? Ja, wird einfach in der Tasse gemacht, ne? Genau. Mit Wasser? Aha, soll man mit Wasser machen? Da ist nämlich Vollmilchpulver sogar drin. Okay. Dann ist es dann natürlich noch einfacher, wenn man es nicht mit Milch machen muss. Ich glaube, dann kenne ich es doch nicht. Oder habe es schon wieder vergessen, ist schon ein Weilchen her. Jetzt kommt das letzte Türchen. Drumrolls. Ding, 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 ding. Die 24. Boah, sehr süß. Das ist ja schön. Und zwar von Merci Petit Milk and Cream Collection. Wow. Das ist schön. Das ist Praliné drin, dunkle Vollmilch, Edelvollmilch und Kaffeesahne. Diese ganzen Richtungen, die man ja auch schon kennt. Ich liebe Praliné, deswegen würde ich den jetzt einfach mal probieren. Welchen möchtest du haben? Ich möchte auch Praliné. Oh nee, ja. Das kann doch nicht sein. Du magst doch viel lieber dunkle Vollmilch. Oder? Hm. Guck mal, das magst du viel lieber haben. Du kannst mir das geben und das andere gibst du mir auch noch. Ja, ja, okay. Ich teile gerne mit dir, Herzchen. Mhm. Manchmal. Vor allen Dingen die Sachen, die ich selber nicht so mag. Nein, komm, ich gebe dir hier Praline. Ich bin kein Unmensch, ja? Ich liebe meinen Mann. Ich gebe ihm auch die schönen Sachen. Keine Sorge. So. Ich teste es jetzt aber auch nochmal. Es ist nämlich schon ewig lange her, dass ich diese Sachen mal ausprobiert habe. Hm. Die dunkle Vollmilch war auch super. Hat sehr lecker geschmeckt. Eine echt gute Schokolade. Gibt's nichts. Hm. Pralini schmeckt auch. Hm. Schmeckt super. Als wenn schmeckt da so eine besser, flüssige, ne? Füllung drin, hm, wäre, ne? Ist ja so ein bisschen so leicht, hm, flüssig, ne? Hm. Finde ich nicht schlecht. Traumhaft. Also ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen. Wir können ja jetzt noch den Sekt probieren, wenn du magst. Ja, genau. Den Rosé-Sekt von Rotkäppchen, den habe ich auch noch nie gehabt, muss ich gestehen. Nur den Whisky noch. Ja, den Whisky probiere ich jetzt aber gleich nicht, weil ich noch Auto fahre. Das heißt also, den Sekt kannst du probieren und dann, ja, noch fahren, ne? Ja, weil ich ja nur ein Schnapsgläschen probiere. Ah, ja. Und das auch noch ein, zwei Stunden dauert, bis ich fahre. Insofern geht das noch.
Kann ich ein neues Glas bekommen? Ja. Oder hier so ein Glas, genau. Wir haben jetzt kein Sektglas, kein sauberes. Wir nehmen jetzt einfach so eins. Ist ja wurscht, ja? Wir wollen jetzt eh nicht den ganzen Sekt trinken. Aber mal ausprobieren. Oh, ich finde ihn gut. Hier wird er nicht süß genug sein. Der ist nämlich trocken. Das habe ich schon befürchtet. Der ist nämlich ein Süßer, deswegen. Ich glaube, das ist nichts für dich, ne? Habe ich recht? Nichts für mich würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich finde, man kann ihn gut trinken trotzdem. Aber jetzt mein Favorit wäre, muss ich leider gestehen, halbtrocken. Ja, genau. Ist doch nicht schlimm. Ist doch gut. Ja, ist eben so. Was du kannst ja trinken, was dir schmeckt. Bleibt mehr für mich, umso besser. Ist nämlich nicht schlecht, wenn man nicht unbedingt den gleichen Geschmack hat bei solchen Sachen. Man kann nicht Fressfeind. Aber egal. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr zu Hause Fressfeinde seid oder ob ihr unterschiedliche Geschmäcker habt. Würde uns auch mal interessieren. Den Kalender fand ich sehr gut, weil er so ausgewogen war. Da ist auch was für Leute drin, die jetzt Lakritz mögen, was ich jetzt nicht mag. Ja? Da ist aber auch super viel drin, was ich sehr gerne mag, wie diese Happy Hippos. Dann, was für mich halt total neu war und wirklich richtig gut, dieses Zeug hier, ne? Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Das war echt lecker, ja. Und auch die anderen Sachen, dass ein Pesto drin ist, ein Leberkäse und lauter so ein Kram. Also so viele neue Sachen finde ich wirklich toll, dass man einfach eine schöne Auswahl hat, oder? Wie findest du das? Ja, auf jeden Fall. Man hat ein paar schöne Snacks dabei und man hatte auch mal was Richtiges zum Essen dabei. Mhm. Also insgesamt aus allem was. Ja, schöner Kalender, kann man nichts sagen. Sehr gut. Also, wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine Food-Unboxings und Verkostungen mehr zu verpassen. Schreibt uns auch gerne, an was ihr sonst noch interessiert seid. Auch wenn ihr irgendwelche Boxen mal gesehen habt, könnt ihr uns das gerne schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao. Ciao.